Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zur ersten Folge Days Gone hier auf meinem Kanal. Für die einen oder anderen werden Sie jetzt wundern, warum das jetzt mit Days Gone weitergeht, obwohl das ich keine Videos mehr machen wollte. Aber nach kurzem Einspielen in die Spiele habe ich mir gedacht, nein, ich muss wieder zurückkommen zu Videos machen, weil es geht mir so an. Und es geht mir auch so, Videos zu machen. Also fange ich jetzt neben meinem Studium ein Projekt noch, was ich so ein bisschen durchziehe. Und ich habe mich eben für das Spiel hier entschieden. Für Days Gone, weil es einfach ein geniales Spiel ist, meiner Meinung nach. Und bis wieder alles im normalen Bahn läuft und dann wieder das Eishockey hoffentlich kommt, was ich nämlich auch gern mache, spielen wir jetzt genau die Spiel. Für die, die was Days Gone nicht kennen, wir spielen in einer fiktiven Welt im Norden von Amerika. Ich glaube, im Norden von Amerika müsste es sein, wo es jetzt meiner Meinung nach, dass die infizierten Zombies sind hier, sagen sie ja Freaks dazu. Und wir spielen eben mit dem Biker, den was wir eben da sehen. Das kann ich mir schon voll hinwegnehmen. Okay, Buser, los jetzt, wir müssen zu diesem Heli. Ich hab's gehört. Und ja, in der ersten Folge werden wir heute, glaube ich, eher mehr Videos sehen, als wir Spieleinsatz. Ich habe schon Schlimmeres überstanden. Aber lasst uns überraschen. Ich habe gerade kurz Handy gespielt, aber das hat mich so gefesselt, dass ich gesagt habe, ich muss eigentlich das Spiel präsentieren. Also das Spiel, das ist wirklich gewaltig. Wo fliegt ihr hin? Was? Wohin? Flüchtlingscamp, nördlich vom Three Finger Jack. Nein. Usa wird es niemals ohne mich schaffen. Ich will den zurück. Kommst du? Das ist so ein kleines Ostergeschenk gewesen. Ich habe die Collector Edition von dem Spiel. Es war ein Oster- und ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk von meinem kleinen Bruder, vom Bedrock, dem was aus Far Cry 5 kennst, der was mitgemacht hat. Soll ich auch schöne Grüße sagen von ihm? Er hat gesagt, wenn du ein Video machst, dann bitte richte eine schöne Grüße von mir aus. Und vor allem von meinen besten Bros, von Max. Max, Grüße gehen an dich raus. Danke, mein Bro. Ich weiß ja, was dem alten Mann gut gefällt zum Spielen. Aber soweit, das habe ich jetzt noch nicht, habe ich mir jetzt noch nicht erkundigt, was tatsächlich in Days Gone geht. Ich hab damals die Trailers gesehen, die Videos gesehen und dann habe ich gesagt, ich muss das Spiel haben. Ich muss dieses Spiel haben. Ich hätte halt auch von Multiplayer oder von Kopfmodus gehofft, aber leider ist sie das nicht ausgegangen. Nicht weit sein. Warte, Motor aus. Scheiße, sie lebt. Everest, hey. Everest, was ist hier passiert? Ich meine, wer war das? Waren das Ripper? Leon! Er war's. Also ich bin zwar tätowiert, gell, aber ein Kopftattoo
Der Schädeldecken, kein Muskel. Das ist sicher ein erhebendes Gefühl, wenn die Nadel auf die Kopfplatten schlagen. Also mit R2 gibt es Gas. Man sieht es eben mit X circa zum Booster. Bremsen ist L2. Gewisse Dinge weiß ich schon mit der Steuerung, weil genau die Mission habe ich im Zerst gemacht und da immer steht. Ich muss ihn einfach das Spiel präsentieren. Es geht nicht anders. Ich sollte eigentlich in dem Augenblick, wo ich da jetzt aufnehme, sollte ich eigentlich lernen. Jetzt ein bisschen auf, weil immer lernen komme ich auch nicht. Hoppala. Und wie gesagt, es geht mir nämlich auch für meine Sportsfreunde Videos zu machen. Auch wenn es jetzt zur Zeit kein Eishockey ist. Aber es könnt ihr mir sehr gern in die Kommentare reinschreiben, ob ich die Eishockey-Saison mit der NHL weitermachen soll. Dann schau ich mal, wie ich das zeitlich unterbringe. Alles klar. Geplant war jetzt halt jeden zweiten Tag ein Video zu bringen von Days Gone. Will er hin? Hier draußen gibt's doch nur ein paar Freaks. Tja, vielleicht lag ich falsch. Und er hat keinen Deal mit. Ich sehe Spiel, sehe. Selbst erklären. Leon vertickt schon seit hier sind die Schritte, ja? Auf den rechten Stick druckt. Hey, warte, halt. Moment. Scheiße. Okay. Mal sehen. Warte. Hier runter. Die Spuren sind frisch. Ja. Entschuldigung. Moment mal, ich kann schlucken. Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verschluckt. Frosch im Hals. Kann ein bisschen was trinken. Wo hast du diesen Spurensuch-Scheiß gelernt, hä? Ich habe mal Ketten auf Elche, als ich klein war. Das war immer ein ewiges Fährtenlesen. Ach, wie habe ich es jetzt vermisst? Wenn man nichts zum Reden hat, dann kratzt der Hals nicht. Und sobald dass man wieder auffangen muss, reden, dann kriegt man aus dem Husten. Verdammt! Runter! Fuck. Komm. Schauen wir, können wir da jetzt schon was mitnehmen? Na. Alles klar, Bruder? Ja, nur ein Streifschuss. Das Arschloch ist zu blöd zum Zielen. Scheiß Kerl. Mir geht's gut, Buser. Ja, ich seh's. Da ist Blut am Balken. Er muss da lang sein, zum Wasserfall. Also mit X springt man drüber. Er verliert eine Menge Blut. Aber das ist halt die. Da sind's.
die Freaks. Ausbluten. Das ist mal ein Abgang. Schön langsam. Sehr schmerzhaft. Aber das weißt du bestimmt. Sie hat noch geatmet, Kanzler, als wir sie fanden, du Arschloch. Ich wollte für sie keine Kugel verschwenden. Langsam. Warte doch. Warte mal kurz. Wo hast du die Drogen, Leon? Wenn du es sagst. Naja, dann machen wir es schnell. Versprochen. Ja, du wirst wohl nicht zu lange leiden müssen, Leon. Du hast ein kleines Problem, weißt du? Sie können dein Blut riechen. Sogar von da unten. Du mich nur mal entschuldigen. Ich weiß nicht, was jetzt auf einmal los ist, wie mit meiner Stimme. Er wird es rausfinden. Leck mich. Mach's gut, Leon. Nein, wartet. Okay, nein, bitte. Ich hab's hier. Hier, nehmt. Wo? Der Friedhof. Auf dem alten Friedhof. Danke. Nein, du hast... Tu es. Lass mich nicht so zurück, Mann. Tu es. Tu es. Du verdammter Lügner. Tu es. Tag braucht einen Beweis fürs Kopfgeld. Du hast das Richtige getan. Wir überlassen niemanden den Freaks. Nicht mal solche Arschlöcher wie Leon. Ich möchte nur schauen, weil das ist beim ersten Mal. Okay, ist die Horde weiterzuchen. Ich darf sie als Zombies bezeichnen. Aber wenn sie sagen, dass das Freaks sind, ist das gut. Müssen wir damit leben? Würde jetzt hier mal so in meinen leicht jugendlichen Leichtsinn sein. Ich will dieses Camp durchsuchen. Vielleicht finde ich was für die Wunde. Und da nutzt den Kampf wieder. Ihr seht es jetzt zwar, da nehmen wir die Flasche, gell? Hier die. Und wenn ihr jetzt dann den L3-Button drückt. Ich war ja da zuerst schon mal. Seht ihr es? Zack, da haben wir auch wieder was. Jetzt muss ich gerade nochmal nachschauen. Okay, das ist gleich gewesen. Dann drückt sie in LR. Gibt es mit dem rechten Analogstick auf, dann seht ihr, herstellen, benutzen. Wir haben noch nichts. Mit R1 damals benutzen. Herstellen. Und R2 benutzen. Und so sind wir schon wieder im vollen grünen Bereich. Dachte, wir gehen heute mal auf die Jagd. Bringt Tucker ein bisschen Beute vorbei. Nicht, wenn es wie aus Eimern schüttet. Oh Mann, wir brauchen die Camp-Punkte für neue Vorräte. Ja, okay. Aber nicht wieder die ganze Nacht. Und ab dem Zeitpunkt habe ich schon wieder gewusst, ich muss wieder für ihn Videos machen. Außer, euch interessiert das Spiel überhaupt nicht, dann bitte schreibt es in die Kommentare rein. Dann weiß ich, dass ich solche Spiele nicht interessieren. Schauen wir mal, ob wir was von Leons Bike verwerten können. Nein, verdammt. Was?
So eine Scheiße. Ist wohl die Benzinleitung oder hast du dich eingepisst? Pumpe. Leon, zum ja. Beispiel, ihr habt die Collector Edition. Wenn wir was aus seinem Bike holen? Da ist zum Beispiel sein Bike und er aus Figur dabei. Fahren wir nach O'Leary Mountain zurück. Wir suchen morgen früh ein paar Teile und holen dein Bike. Nein, ich habe eine bessere Idee. Wir können das auch gleich erledigen. Was? Crazy Willis ist nicht weit von hier. Lass uns einfach dahin. Wenn es um den Motorradexperten gibt. Was hast du vor? Wir wollten heute eh auf die Jagd gehen. Jetzt könntest du mir gerne einschreiben, warum dann nicht was, was das für ein Motorradl ist, was die zwei fahren. Okay. Das würde mich interessieren. Ich habe zwar einen Motorradlschein, aber ich bin jetzt quasi so ein Motorradfreak, dass ich mir sage, ich komme jetzt da aus. Vielleicht irgendeine Karte? Was ein Motorradl ist. Wenn wir mal ein Bike haben, ich weiß, dass dieser Chopper ist. Sehen uns mal um. Und nach meinem Empfinden würde ich mal auf eine Harley Davidson tippen. So, morgen holen wir die Drogen, bringen sie zum Tacker und kassieren Leons Kopfgeld. Ich aus meinem Bauchgefühl, da ist auf Harley Davidson. Und du glaubst, die Scheiße ist im Norden anders? Mir egal, aber ich glaub, es ist auch bei mir, ich stehe auf Harley. Das tippe ich bei jeder Chopper auf eine Harley. Aber vielleicht gibt es ja Experten draußen, die was sagen, nein, das ist keine Harley, das ist das Motorrad XY. Warte, da blockiert etwas die Straße. Vorsicht, ich habe so eine Falle neulich schon mal gesehen. Ein paar Ripper blockierten die Straße mit einem Truck. Los, hilf mir schieben. Bereit? So. Schieben? Halt. Ja. Schieb! Okay. Kreis. Jetzt wechseln wir Nahkampf mit R2. Ausweichen mit R1. Mein Empfinden einer Fülle über mit der Axt kämpfen als wir mit dem Messer. Oder was passiert oder was? Wahrscheinlich nicht. Man ist wahrscheinlich nur zu einem Tutorial gehört. Gehe mal ganz stark davon aus. Jetzt gebe ich selbst zu mir auf ein unbekanntes Gebiet. Wir sind fast da. Bei dem Kontrollpunkt habe ich entschieden, so, Spielabbruch und Video aufnehmen. Also ab hier, weiß ich jetzt eigentlich auch nicht, was auf mich zukommt. Mist, wie soll das gehen? Ja, sag einmal, was ist denn jetzt gib los? Gib mir die Schrotflinte, ich gehe vor. Jetzt mit der Fuhr aus. Dieser Kontrollpunkt war wohl ein ganz guter Schutz für Sie. Ja, das hat Ihnen echt geholfen. Wo wolltest du das genau? Ich lieber bei den Scheiß. Steuerkreuz nach unten. Ja. Licht ein, Licht Scheiße, aus. Sieh sie dir an. Was für eine Bande von dämlichen Arschlöchern. Was dachten Sie denn? Hey, Mr. Fett, können wir bitte hier warten? Jetzt mit der Fuhr aus. Kommt, uns alle tötet? Beschissener Tod, in so einem Loch in der Falle zu sitzen. Ja, es ist so wie The Last of Us. Man muss ein bisschen die Augen offen halten, ob da irgendwo was gleich zum Plündern ist.
dachte, du hast zwei Pfeile gesehen, weil da unten ist nur die zwei Pfeile für... Mit L2 das Zün. Aber das ist eh bei fast jedem Spiel, kennt man viel mittlerweile gleich. Ah, schau, da haben wir was. Der ist entsetzt. Also, das heißt, wir stellen wieder Verbände her. Ah, das ist der. Okay. Haben wir mal Verbände herstellen. Siehst du das? Scheiße! Da! Los, weiter! Warte mal, wie viele Molotows hast du noch da? Das machen wir auf dem Rückweg, lass es! Lass es am Arsch. Scheiße, Mann, du hoffst, dass jemand da ist. Und so ist es wohl. Ich hoffe, dass du jetzt viel aus der Kamera. Kurz mit als Abschluss von dieser Folge. Ich glaube, er ist tot. Denke an meine Flinte. Ja. Okay. Na gut. Meine lieben Sportsfreunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das neue Projekt gefällt euch. Ich würde mich über einen Daumen nach oben natürlich freuen, über das eine oder andere Kommentar auch. Ich werde jetzt versuchen, alle zwei Tage so ein Video zu machen, mir ein bisschen was schauen, dass ich was vorausproduziere, weil es geht mir nämlich echt ab, für Videos zu machen. Schreibt's mal in die Kommentare dazu, die was eigentlich aufs Eishockey gewartet haben, ob ich die Eishockey-Projekte auch noch weitermachen sollte. Dann werde ich schauen, ob ich irgendwie neben meiner Studienzeit es auch noch irgendwie unterbringen kann. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du siehst das nächste Mal, also wann du siehst das Video, seht's. Und bleibt mir gewogen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und ja, bis dann. Servus.